Zahlen, da sind einige Unsicherheiten, die damit einhergehen. Und ja, also man hört Inforadio und es wird einem richtig schlecht. Man lügt und lügt und lügt. Eine Lüge jagt die nächste. Es wird davon erzählt, dass die Wirtschaft sich dramatisch erholt, die Zahlen hätten sich verbessert. Ich meine, nach diesem wirtschaftlichen Einbruch, den das Frühjahr gebracht hat, ist es doch gar ganz klar, dass es sich natürlich eine gewisse Erholung abzeichnet. Aber das ist doch im Vergleich zum Vorjahr eine dramatische Reduzierung. Wieso wird das nicht gesagt? Jetzt wird überlegt, ob man in Berlin Kneipen schließt, Alkoholverbote, Parksperrungen durchführt. Sag mal, Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es wird überhaupt nicht reflektiert, dass diese erhöhten Fallzahlen mit erhöhten Testungen zu tun haben. Man hört davon, dass in Altersheimen routinemäßig alte Leute getestet werden. Ich meine, die sagen natürlich dann, ja, warum denn nicht, oder die checken es gar nicht und werden dann getestet. Also wenn wirklich eine Infektionslage da wäre, die also eine Gefährdung darstellen würde, dann müssten doch Menschen sterben. Es sterben aber keine zusätzlichen Menschen. Diese ganzen Zahlen sind doch nur in Relationen sinnvoll. Und es werden immer absolute Zahlen genannt, die völlig belanglos sind. Das ist doch ein fortgesetztes, systematisches Lügen der Qualitätsmedien, RBB und aber so, selbst auf BBC kommt so ein Mist. Es ist unfassbar. Die Leute werden absichtlich mit verzerrten Zahlen konfrontiert, um sie in Angst zu halten und gefügig zu halten. Das ist eine informationspolitische Katastrophe. Hätte ich ehrlich gesagt in Deutschland nicht für möglich gehalten, dass so etwas passieren kann. Wir nehmen aber zur Kenntnis, es ist so und es werden jetzt Alkoholverbote kommen und Sperrstunde und sonst was. Ich hoffe, die Menschen gehen auf die Straße und lassen sich das nicht gefallen, weil hier jetzt ein Punkt überschritten wird, wo die persönlichen Freiheiten noch mehr als mit der Maske eingeschränkt werden, glaube ich, dass es hier einen Wendepunkt geben könnte. Dass jetzt die Leute sagen, ich habe die Schnauze voll, das machen wir nicht mehr mit. Und ich hörte gestern, dass Querdenken zu Silvester am 17. Juni eine Großdemo angekündigt hat. Das gefällt mir sehr gut. Herzliche Grüße an Herrn Ballweg. Das ist eine sehr gute Idee. Wir müssen jetzt hier die Regierenden vor uns hertreiben und ihnen deutlich machen, so wie ihr das hier vorhabt, lassen wir uns nicht mehr von euch maßregeln. Und diese Ordnungsamtsbußgelder, die hier angedroht werden, werden ja in dem Moment absurd, indem einfach die Verstöße in eine Größenordnung annehmen, in der sie nicht mehr verfolgt werden können. Es funktioniert ja alles nur deshalb, weil man glaubt, Einzelne einschüchtern zu können und dann ein Exempel an ihnen statuieren zu können. Deswegen müssen wir diese Drohkulisse aushebeln und deutlich sagen, wir sind mit dieser Form der Bürgerrechtseinschränkungen nicht einverstanden. Das ist durch das Grundgesetz überhaupt nicht gedeckt. Das ist eine Willkür, das ist ein staatlicher Terror. Diesen staatlichen Terror, dem müssen wir widerstehen und wir müssen auf unsere Freiheiten, die uns zustehen und die gar nicht irgendwie gewährt werden, sondern das sind unsere Freiheiten, die kann man uns nicht wegnehmen. Darauf bestehen wir und wir lassen uns nicht von irgendeinem rot-rot-grünen Bürgermeister vorschreiben, wann wir in die Kneipe gehen und wann nicht. Jetzt ist das Fass voll. Wir müssen jetzt hier mal einen Punkt setzen und sagen, so nicht, Herr Bürgermeister, so nicht, Frau Kaleitsche. Gehen Sie in einen Beruf, der Ihnen angemessen erscheint, aber sicher nicht das Amt des Gesundheitssenators. Wir werden Widerstand leisten und wer sich mit dem Berliner Bürger unbedingt verscherzen will, der muss nur so weitermachen. Berliner, steht auf, lasst euch das nicht gefallen. Wir sind freie Bürger und unsere Freiheitsrechte werden uns nicht vom Bürgermeister geschenkt, sondern es sind unsere ureigensten Freiheitsrechte. Und wenn der Bürgermeister oder seine missratene Gesundheitssenatorin die einschränken will, dann müssen wir auf die Straße. Ich danke euch.
Thank you.